Moin! Tag! Willkommen zurück zu Portal 2 Community Chess Command. Gucken wir direkt mal im Workshop, was wir heute wieder für tolle Gebilde finden. Was klingt denn spannend? Was haben wir denn noch nicht gespielt? A New Adventure is Born? Klingt doch super. Von Gugalp. Und Urban von The Cognator. Keine Ahnung, ob die schwer sind. Was steht denn in der Beschreibung? Bei Urban steht B-Mod used. Okay, also irgendwas gemoddetes. Das ist ja super. Und bei A New Adventure is Born steht You are chosen from test. Okay, okay, was auch immer. Also, fangen wir mal an mit A New Adventure is Born. Bin gespannt, ob ich heute wieder etwas mehr geistig gefordert bin, lieber Gugalp. Du bist heute der erste, der untersucht wird. Ist eine neue Aufnahmesession seit dem letzten Mal. Ich bin ganz froh, dass ich die Zustimmung von euch bekommen habe, dass dieses Pac-Man, das ich vorgestern gezeigt habe, irgendwie etwas blöd war und ich da nicht verstehe, warum das in den beliebtesten Maps ist. Wenn ich Pac-Man spielen will, kann ich Pac-Man spielen. Wenn das in Portal nicht anders ist als das normale Pac-Man, dann bringt das doch gar nichts. Aber naja, es ist doch immerhin auch mal was Schönes gewesen, in dem Zusammenhang, dass man sagen kann, was anderes. Losing my body does have its drawbacks, but it's got its perks too. As a being of pure intellect, I've now got time to read the entire literary canon of the human race. Here I go. And I am done. Continue testing. Ja, das ist natürlich kacke, wenn man lesen will und dann ist jetzt so schnell fertig und man hat alles schon durch. Das ist doof. Da geht ja der ganze Reiz am Lesen verloren. A new adventure is born. Dann wollen wir doch mal sehen. Okay, da ist ein Würfel. Okay. Da ist ein Traktorriegen. Wie komme ich denn hier überhaupt weg? Das ist mal eine große Frage. Ich meine, hä? Ach so, ich kann einen Würfel sozusagen jetzt erstmal holen. Ne? Ja, so kriege ich erstmal einen Würfel. Ach so, und dann kann ich mich wegfletschen lassen. Alles klar. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil ich gar keine Portalfläche hier hatte und alles andere tödliche Suppe war. Aber das ist natürlich Unsinn. Das geht ja eigentlich schon. Nur wo will ich denn überhaupt hin? Ich will langfristig will ich dort drüben einen Laser reinlenken. Ja, okay, dann brauchen wir einen Laser erstmal, den wir aktivieren und einen Laserwürfel. Ist ja klar, ne? Bum, bum, bum. Okay, was kommt denn hier? Was bringt das denn jetzt schon wieder? Ach, das schickt einen neuen Würfel. Ach, super. Ja, das ist super. Dann können wir aber noch vielleicht dieses Portal hier ein bisschen ändern, dass der nicht so lang braucht, bis der hier ist. Das wäre ganz cool, dann haben wir nämlich hier ein bisschen Zeit. Aber das wirkt bis jetzt auf mich relativ simpel, dieses Rätsel, ne? Das stecken wir da rein. Und jetzt haben wir da einen Laser und haben den ganzen Spaß umgedreht. Damit kann ich jetzt mich selber rüber bewegen, das ist super. Aber halt alles so ein bisschen. Achso, nee, Moment. Da muss der ja hin. Ah, nicht ohne mich, bitte. Naja, egal. Oder? Ja, müssen wir einfach gleich schnell genug das Portal umdrehen, dann ist das okay. Dann ist das cool, dann ist das gar kein Problem. Wenn wir, ja, jetzt muss ich nur auch noch einen sicheren Boden unter den Füßen haben. Jetzt, bitte, fall nicht rein. Oh, das war knapp. Gut, da können wir jetzt das machen. Dann haben wir hier auf jeden Fall die Tür da oben geöffnet. Und da hinzukommen ist ja jetzt trivial. Also, na, das war jetzt ein bisschen billig, ne? Scheiße! Mhm. Und ich verkack's trotzdem. Das ist wirklich schlimm. Das ist richtig, richtig erbärmlich. Das war jetzt echt so ein bisschen, ne? Ich sag da am besten gar nichts zu. Ich lasse das jetzt unkommentiert einfach so stehen. Machen wir das einfach noch schnell nochmal. Oh Mann. Oh man. Blöd gelaufen, aber hey, so haben wir immerhin
hier noch ein bisschen mehr Zeit, diese Map zu genießen. Die ist ja nicht schlecht, aber jetzt eben auch nicht das allergrößte, das man je gesehen hat. Das wollten wir hier wieder direkt umdrehen, dass es ein bisschen schneller geht. Ja, das war jetzt ganz blöd, weil sonst hätte man vielleicht drei Maps in dem Part geschafft. So weiß ich das nicht. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie jetzt die zweite aussieht. Nein. Ich wollte... Wenn ich mich jetzt einfach nur wegen meiner eigenen Ungeschicktheit hier nochmal in den Tod stürze, dann lasse ich das einfach. Dann spiele ich die Map nicht durch, ja. Weil... So, dann nehme ich den direkt mal, um dieses Chaos, das ich gerade so ein bisschen hatte, zu verhindern. Moment mal. So war das aber nicht gedacht. Ich wollte eigentlich in einen anderen, rein, ne? Naja, egal. So sind wir hier einmal rum. Und jetzt müssen wir das hier einmal vertauschen. Was ist denn jetzt passiert? Habe ich jetzt den Würfel da irgendwie weggeschnackselt? Wie habe ich das denn geschafft? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich baue aber auch gerade Mist. Aber alles noch cool. So, jetzt wird der Würfel da zum Glück nicht weggeschnackselt. Das wäre es ja jetzt noch. Ich baue hier wieder Mist. Unglaublich. So, jetzt aber. Jetzt machen wir das mal so ein bisschen woanders. So da. Ja, vielleicht ein bisschen tiefer. Aber so, dass man halt jetzt diesen Würfel nehmen kann, da reinhüpfen kann und da sicher rüberfliegt. Oh Mann, eigene Blödheit for the win. Ja, das ist das dritte Mal jetzt in Folge gewesen, dass ich hier Scheiße gebaut habe. Aber ich will die jetzt schaffen. Die Map ist doch super einfach. Ich verstehe gar nicht. Ich bin mal wieder nur von der Geschicklichkeit überfordert, nicht vom geistigen Anspruch. So, darauf. So, wollen wir das jetzt mal auf Nummer sicher irgendwie machen? Nein, bitte nicht damit fliegen. Kann man das dann irgendwie auf Nummer sicher machen? Ich glaube fast nicht. Ach doch. Oder? Na, ich so überlege gerade. Wie machen wir das so sicher wie möglich, dass wir dort oben ankommen? Schauen wir mal, ob wir da eine Möglichkeit finden. Ich meine, doch, ja klar. Eigentlich ist das ganz einfach. Wir fliegen einfach hier nochmal rüber. Und dann steigen wir da aus und machen da ein Portal und können dann direkt einsteigen. Beim letzten Mal war ja das Problem, dass ich dann in ein Portal reingehopst bin. Nein, 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 nicht nochmal, bitte. Und dadurch bin ich da gestorben, aber so müsste ich das doch hinkriegen. Ja, okay, also, ne, war jetzt nicht gerade eine Kammer, die mich herausgefordert hat. Es war eher meine eigene Blödheit, die jetzt ein bisschen Mist gebaut hat. Nächste Kammer. Von The Cognator. Skibidi, Skibidator, I am the Cognator. Pure intellect cave here. Not to brag, but while you were cat-assing that last test, I rewrote the collected works of everything ever. If I gotta read this garbage for eternity, I might as well improve it. So next time you curl up with a time-honored classic and think to yourself, man, I do not remember the brothers Karamazov busting so many ghosts. You can thank yours truly. Ah ja. Gladys redet. Wo ist denn... Wo kommt denn? Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Oh. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Oh, ich liebe es, dass jetzt gerade Gladys mit mir redet. Großartig. Das ist ja... Ich finde das eigentlich immer schön, so gemoddete Sachen zu spielen, muss ich sagen. Das macht mir schon Freuden. So, hier muss ich... okay. Hä? Wie, was? Hä? So? Ja, aber das ist ja... Was? Was wollen Sie gerade? Kann ich den da irgendwie rausziehen, wenn ich da jetzt rüber ein Portal setze? Kann ich den dann von oben nehmen? Ja, kann ich. Dann geht das. Okay. Gut. Ah, aber den darf ich nicht mitnehmen. Na schön, dann halt nicht. Okay, okay, okay. Hat das mit den tödlichen Lasern, dass das Gladys gesagt hat, wurde das dann bewusster einprogrammiert, dass ich das, dass sie das sagt, oder war das jetzt einfach nur eine zufällige Message, die Gladys ausgesagt hat? Weil bisher ist ja kein einziger Laser hier. Kann man sich ja jetzt gerade mal fragen. Kannst du jetzt nicht einfach so da ablegen?
Danke. Ja, gut, jetzt ist da ein Laser tatsächlich. Zack. Nee. Zack. Ja. Nee, das geht so nicht. Ich muss das, anders machen. Nee, warte, doch, das war gut. Das war okay. Das war ja gar kein Problem. Doch, ich glaube, es ist tatsächlich bewusst ausgewählt. Da drüben sind ja jetzt auch wieder Menge Laser. Das ist riskant. Das lassen wir mal lieber. Au! Aber gefällt mir richtig gut. Ich glaube, ich werde ab jetzt immer mehr gemoddete Sachen angehen. Hä, wieso ist denn jetzt da der Laser aus? Kann man das hier... Ach so, der... Der scheint nur an zu sein, wenn die Tür da offen ist. Oder wie? Nee, ich muss aber offensichtlich... Das ist ja richtig cool jetzt. Kann ich hier ein Portal machen? Ja, okay. Dann gehen wir doch erstmal dahin. Und jetzt machen wir das so, wie es gerade gedacht war. Nur jetzt können wir da nämlich einfach vorbei. So. Jetzt können wir hier durch. Die Laser sind jetzt deaktiviert. Das bedeutet, ich kann... Was kann ich denn dann jetzt? Jetzt kann ich mich hier hinstellen. Das ist super, aber... Was hab ich davon? Irgendwie muss dort ein... Achso, dort muss ich einfach nur den Laser hin, weil er nicht hält. Und dann können wir hier durch. Alles klar, gut. Würfel hätte ich eh nicht mitnehmen können, Barriere. Das gefällt mir gerade richtig gut. Kann ich da nicht durch? Na gut, dann baue ich da halt gleich ein Portal hin, das ist auch okay. Okay, so aktivieren wir einen Laser, aber ohne Würfel ist das schwierig. Also müssen wir erstmal einen Würfel besorgen. Da. Okay, das sind alles so kleine Kämmerchen, die nicht wirklich schwierig sind, aber irgendwie trotzdem cool und stimmig zusammenpassen. Also bin ich zufrieden. Bin ich absolut zufrieden. Da? Da? Offensichtlich nicht. Achso, das sollte auch nicht so sein, das Portal, sondern so. Oder geht das nicht? Kann ich mal ganz kurz darüber, bitte? Da muss eins der Portale hin, ja. Ja, genau, so passt das. Und dann haben wir das offen. Darf ich einen Würfel hier mitnehmen oder nicht? Dürfte ich wohl sogar theoretisch. Okay, das ist wahrscheinlich schon der letzte Raum, so wie das so aussieht, weil hier ist der Ausgang. Also muss da irgendwie jetzt noch ein Laser drauf gezwirbelt werden. Ach so, ja, das ist ja ganz trivial. Da muss ich einfach nur... Ah nein, Moment! Wie? Wenn ich da doch jetzt hinschieße, dann geht doch diese Tür hier hinter mir zu. Na, ich kann es mal versuchen, aber... Okay, man kann da nur ganz... Man muss da einfach schnell durch. Das war auch ein geiles Ende. Bei diesem Test beweist, dass die Menschen Unrecht hatten. Sie hielten ihn für undurchführbar, tödlich, grausam. Und ein Testsubjekt bezeichnete ihn sogar als defekt. Ach ja, war cool. Kann man nicht anders sagen. Kriegt einen Daumen rauf. Das war eine coole Kammer. Gut, dann würde ich sagen, da waren jetzt nur zwei Kammern. Die erste war ein bisschen blöd, die zweite war cool. Ich suche jetzt aber mal noch, auch wenn der Part jetzt ein bisschen kürzer ist, werde ich jetzt keine mehr spielen, aber ich suche jetzt mal schon mal die für den nächsten raus. Vielleicht gibt's ja noch so ein paar mehr gemoddete. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Die war cool. Das hier können wir auf jeden Fall auch mal machen. Are you clever enough? Klingt auf jeden Fall doch nach einer ganz guten Idee. Aber ich hätte gerne... Ich hätte doch gerne noch so ein paar gemoddete Maps. Das sieht doch sehr gemoddet aus, was wir da haben. Harder than it looks. Playing with some different ideas ist doch auch schön. Aber ich sehe jetzt tatsächlich hier irgendwie nicht so viel, was gemoddet aussieht. Schade, das ist wohl nicht so die gängigste Variante, wie das Leute machen. Aber gut, dann haben wir jetzt ein paar Kammern uns rausgesucht. Das muss natürlich auch noch sein hier. Und ja,
Den Rest, warte mal. Das sieht gut aus. Das sieht gemoddet aus. Das packen wir auch noch rein. Okay, soll reichen. Wir haben jetzt eine ganze Menge Kammern. Ich werde die jetzt in dieser Reihenfolge abklappern, wie ich sie hier rausgesucht habe. Das wird also ab nächstem Part wieder so ein bisschen bereits absehbar sein, was passiert. Trotzdem würde ich mich natürlich immer noch freuen, wenn ihr mir Kammern bastelt. Das ist gar keine Frage. Also immer her damit. Ist nicht schwer, eine Kammern zu basteln. Muss ja nichts Gemoddetes sein. Finde ich zwar cool, aber es kann auch irgendwas anderes sein. Solange man irgendwie ein bisschen nachdenken muss, finde ich eure Kammer auch geil. Und auch selbst wenn es einfach ist, ist es auch nicht so schlimm. Aber ich liebe es einfach, Kammern von euch zu bekommen. Das macht am meisten Freude. Da geht jedes YouTuber-Herz auf. Nun gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Euer Scully, der Rally.